Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Beef-Video. Wie kann das anders sein? Es gibt mal wieder Streit im Trash-Universum. Diesmal zwischen Christine Okpara und Gina, die wir jetzt gerade bei Prominent getrennt gesehen haben, die allerdings rausgeflogen ist. Keine Sorge, halt, stopp. Es geht in diesem Video nicht direkt um Prominent getrennt. Es kommt zwar als Thema auch mal auf, aber wir wollen nicht über die Geschehnisse sprechen, sondern eigentlich mehr über die Couple Challenge. Denn Christine Okpara und Gina kennen sich ja von damals. Sie haben beide bei der zweiten Staffel Couple Challenge mitgewirkt. Christine damals zusammen mit Valentina Doronina und Gina zusammen mit ihrem damaligen Freund Cedric. Eventuell habt ihr die zweite Staffel Couple Challenge ja bereits gesehen. Falls nicht, ist das allerdings auch nicht schlimm. Ihr werdet das Video hier trotzdem verstehen. Und eigentlich ist es auch ganz cool, wenn ihr euch erstmal dieses Video anguckt und dann hingeht und mal in die Couple Challenge reinschaut, um zu sehen, wie es wirklich war. Denn wir beginnen mit dem Geschoss, sage ich mal, von Christine Okpara gegen Gina. Und wir wissen ja, dass Christine Okpara eine recht, ich sag mal, spezielle Person ist, die ganz oft spezielle Wahrnehmungen hat. Und ja, Menschen haben generell unterschiedliche Wahrnehmungen, aber bei Christine frage ich mich ganz oft, sieht sie das wirklich so? Ist ihre Wahrnehmung wirklich so verdreht und so anders als die von 99% der restlichen Menschen oder macht sie das auch irgendwie extra? So, wir schauen uns jetzt erstmal an, was Christine gepostet hat und danach sage ich einiges dazu, denn da muss vieles richtig gestellt werden. Und danach gucken wir natürlich auch darauf, wie Gina wiederum darauf reagiert hat. Aber wie ging das Ganze überhaupt los? Auslöser war, dass Gina und Emily ja jetzt bei Prominent getrennt offiziell rausgeflogen sind. Keine Sorge, ich lese in diesem Video nicht super viel vor, denn beide Statements, sowohl das von Christine als auch von Gina, sind mündliche Statements, aber Christine hat das Ganze eingeleitet mit drei Stories. Und zwar hat sie erstmal hier ein Foto von ihrem Shooting damals von der Couple Challenge gepostet und dazu geschrieben, so schade, dass es dieses TV-Format nicht mehr gibt. Wann gibt es All Stars 2.0 mit der Queenie am Start? Platziere ich euch wieder ganz weit oben. Bitte nicht. Weiterhin schrieb sie, ich muss mal ganz kurz ein kleines Teufelchen werden, um einigen ihren Platz in der Rangordnung aufzuzeigen. So, und das ist ja schon mal eine super Einleitung, die ganz, ganz toll zu Christine Okpara passt, aber naja, man kann sich schon denken, was da mal wieder kommt. Sie hat dann noch eine Szene aus der Couple Challenge gepostet und dazu geschrieben, so schnell kann sich das Blatt wenden. Bei Couple Challenge hatte sie noch in der mit Rückhalt der gesamten Gruppe gegen mich, ja, ergibt auch keinen Sinn, aber ist egal, versteht ihr schon, ne? Und mein Couple gekämpft und sich so stark gefühlt, andere auszuschließen und zu erniedrigen. Und jetzt musstest du die Erfahrung bei Prominent getrennt machen. Wie fühlt sich sowas an, wenn alle gegen einen sind? So, also erstmal, was war der Grund dafür, dass alle damals bei der Couple Challenge gegen Valentina und Christine waren? Ihr könnt es euch denken. Die beiden haben gerade im Doppelpack natürlich mal wieder die gesamte Gruppe terrorisiert, haben da wirklich eklige Aktionen abgezogen, haben die Gruppe belogen, teilweise haben sie Gina gemobbt, also wirklich quasi für mich diese ganze Staffel ziemlich versaut, muss ich sagen. So, jetzt gucken wir uns aber erstmal an, was Christine eben dazu ausgeführt hat. Also vorab, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, damals war ich mit Valentina bei der Couple Challenge und Gina war auch Teil mit Cedric damals. Und ja, darum geht es eigentlich, denn Karma is a bitch. Ich weiß, Gina, mittlerweile grüßt man sich auf Events und ist ja auch alles schön und gut. Selbst meinen größten Feind sage ich mittlerweile, Feinden sage ich mittlerweile hallo. Aber ich würde mal sagen, man kann vergeben. Aber nicht vergessen, und was damals passiert ist, wünsche ich keinem eigentlich. Aber wie man sieht, kommt es früh oder später auf einen zurück. Und ich möchte einmal ganz kurz erläutern, was eigentlich so ausschlaggebend war und so dramatisch, was ich ihr niemals vergessen werde. Also da können 1000 Entschuldigungen kommen, würde ich niemals annehmen und ich von meiner Position aus müsste mich auch gar nicht entschuldigen. Also auf gar keinen Fall. Wie auch immer, kennen wir ja mittlerweile schon, dass fast alle gegen uns eigentlich waren und ganz vorne mitgespielt hat damals die Gina. Es gab dann hier und da ganz viele Auseinandersetzungen und das Größte
Und krasseste, was ich niemals vergessen werde, ist, dass man noch an einem Abend am Lagerfeuer so ein bisschen private Dinge erzählt hat. Zum Teil auch mittlerweile ist es öffentlich, mit meiner Mutter, dass die verstorben ist. Und an dem Abend noch genau kam das dann, diese Auseinandersetzung, dass Gina da meinte in dem Toilettenwagen, eure Eltern werden sich vor euch schämen. Wo ich mir so gedacht habe, du weißt doch gerade, dass ich dir erzählt habe, dass meine Mutter verstorben ist. So, und dann wurde das ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Dann war ich natürlich verletzt. Und ich muss sagen, dass das Thema mit meiner Mutter eigentlich gar nicht in der Öffentlichkeit platziert werden sollte. Und das wurde es durch Gina. Ja, shit happens, muss man mit umgehen, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Somit habe ich mich dazu natürlich dann auch vermehrt erklärt, was so meine Schicksalsschläge sind. Und ja, zum Teil wussten das einfach Kindheitsfreunde nicht mal. Na, da seht ihr einfach, wie, was für ein Tabuthema das eigentlich für mich war. Und ja, wurde halt durch die Gina und diese Situation sehr groß in der Öffentlichkeit platziert. Und als wenn das nicht noch genug wäre, gab es wohl Livestreams mit diesem einen Pat. Eigentlich möchte ich dem gar keine Plattform mehr geben, wo Gina und ihr bester Freund, dieser Patrick oder Pat, zudem noch über meine verstorbene Mutter hergezogen haben, indem sie in einem Livestream gesagt haben, meine verstorbene Mutter würde sich im Grabe umdrehen. So, und da habe ich dann einen Satz und eine Beleidigung gelassen, die mir natürlich im Nachhinein auch leid tut, da ich damit mehrere beleidigt habe, wurde damit aber auf einmal als Homophobin in der Öffentlichkeit betitelt. Das war jetzt die Kurzversion. Worauf ich hinaus möchte, ist, das, was gerade der Gina bei Prominent getrennt passiert, von A bis Z. Genau das kam eigentlich auf sie zurück, dass sie damit konfrontiert wurde. Mir wurde nachgesagt wegen Spucken. So, weil das mit meiner Mutter kam und du auch deine Emotionen in dem Moment kontrollieren musst, habe ich gesagt, ich könnte dir in die Fresse spucken. Ja, noch ein Ton über meine Mutter, das hatte ich damals gesagt. So, was war bei Prominent getrennt und Emily? So, wurde Gina auf einmal auch. Spuck mich nicht an, zu ihr gesagt. Ich habe überhaupt nicht gespuckt. Das ist scheiße, wenn man auf einmal was nachgesagt bekommt, was man nicht getan hat. Dann mit den Eltern. Ja, Ginas Eltern und so, das respektiere ich, war nie in der Öffentlichkeit, möchte sie außen vor halten und fand es im Nachhinein noch sehr gut, dass die Produktion nichts über ihre Familie ausgestrahlt hat. So, das ist nur ein kleiner Teil. Sagen wir jetzt mal das mit dem Spucken. Das wurde ihr auch nachgesagt. Da hat sie auch gesagt, ich hab nicht gespuckt, ausgerastet. Bild runtergeschmissen. Also auch schon sehr krasse Aggression. Irgendwas angefasst oder runtergeschmissen habe ich nie in keiner meiner Formate. So heftig gestritten auch nicht. Dann zusätzlich das mit den Eltern. Hast du bei mir aufgedeckt? Bei dir wurde es nicht aufgedeckt. Sei froh. Wer weiß, wie du damit umgegangen wärst. Dann sind die ganze Gruppe, alle Stimmen hast du gegen dich. Hatten wir damals auch. Wie fühlt es sich an? Scheiße, ne? Wenn von Grund aus alle gegen einen sind. Und damals war Valentina und ich auch das einzige Mädchencouple. Da hätten wir auch die ganze Zeit sagen können, oh, alle gegen Frauen, weil ihr was gegen Frauen habt. Also wenn man die Masche zieht mit Heulen, dann haben alle Mitleid. Wenn man agro bleibt und stark bleibt, dann ist man der, ja. Das Arschloch der Nation. Aber es ist jetzt hiermit auch abgeschlossen. Aber ich habe sonst keine Formate mehr von der Gina gesehen, um überhaupt nochmal Bezug darauf zu nehmen. Und das war jetzt was. Und wie gesagt, noch einmal, Karma is a Bitch. Das war ein kleiner Denkanstoß, ob man vielleicht zukünftig mal ein bisschen anders handelt, weil du siehst, auch eine Gruppe kann gegen einen sein und diese Nummer mit Heulen und so zieht nicht. Ja, immer, wenn es einem gerade nicht passt, hätte ich auch machen können, dann bin ich das Opfer, aber ich bleibe weiter stark, ja, so. Aber da hast du jetzt mal Nominierungen von allen gehabt. Das haben ich und Valentina nicht mal bei Couple Challenge gehabt. Also was zeigt es? Bam. Ja, Karma. Na, aber wie gesagt, wir legen es beiseite, ist aber nur klar, dass ich mich dazu auch noch mal äußere und dass du dir wenigstens diesen Spruch nach dieser ganzen Kacke von mir drücken oder reinziehen musst, ja. Und ich kann mittlerweile meinen schlimmsten Feinden Hallo sagen. Das hat nichts damit zu sagen, dass ich dir auf
Ja, erstmal kurz zu diesem Bushido-mäßigen Satz, man kann vergeben, aber nicht vergessen. Ja, das ist eigentlich ein Satz, der meiner Meinung nach eher aus dem Mund von Gina kommen sollte, denn Gina war diejenige, die damals bei der Couple Challenge aufs Übelste gemobbt wurde von Christine und Valentina und nicht andersrum. Christine behauptete ja, dass sie am Lagerfeuer Gina und ein paar anderen erzählt hätte, dass ihre Mutter verstorben sei. Ich nehme das schon mal vorweg, dass Gina sagt, das stimmt gar nicht, sie wusste das gar nicht. Was da jetzt korrekt ist, wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren, es sei denn, RTL entschließt sich dazu, das geheime Bildmaterial zu zeigen, was ich allerdings nicht glaube. So, aber wie gesagt, Gina leugnet das eben, dass sie das bereits wusste. Allerdings ist ja auch die Frage, okay, wenn Christine das nicht in die Öffentlichkeit tragen wollte und nicht wollte, dass Leute erfahren, dass ihre Mutter verstorben ist und das gar nicht zum Thema machen wollte, warum erzählt sie das dann? Denn sie wusste ja, dass sie die ganze Zeit gefilmt wird und dann stellt sich wirklich die Frage, okay, wenn du ein Geheimnis daraus machen möchtest, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, was deine Privatsphäre ist, alles gut, aber wieso erzählst du das dann in einer Show und riskierst, dass das ausgestrahlt wird? So, dann dieser Satz, den Gina ausgesprochen hat, dass die Eltern sich für die beiden schämen werden. Ja, das hat sie gesagt. Zum einen ist das ein Satz, den man, glaube ich, auch mal so lapidar dahinsagt, wo man gar nicht wirklich so an die Eltern denkt oder gar nicht darüber nachdenkt, ob die Eltern überhaupt noch leben oder nicht, sondern das sagt man ganz oft so, ja, die Eltern werden sich schämen oder der wird sich schämen, der wird sich schämen, was auch immer, wenn jemand sich eben ganz bodenlos verhalten hat. Also da würde ich gar nicht mal so viel reininterpretieren, kann aber verstehen, dass Christine sich da auch irgendwie getriggert fühlt, weil eben ihre Mutter tatsächlich verstorben ist. Aber dieser Satz wurde auch nicht zu Christine gesprochen, sondern Gina hat dem im Privaten einfach nur zu Cedric gesagt. Und Christine hat das nur mitbekommen, weil sie und Valentina Gina und Cedric belauscht haben. So, und der dritte Punkt, der auch noch wichtig ist, warum hat Gina das überhaupt im Privaten zu Cedric gesagt? Weil das Verhalten von Valentina und Christine in der Show so eklig und so bodenlos war, weil das solche Mobberinnen waren, dass ja, sie das eben der Anlass war, weshalb Gina der Meinung war, dass die Eltern sich für die beiden schämen würden. Und für mich ergibt es auch absolut keinen Sinn, dass Christine hier zum Beispiel sagt, das wussten noch nicht mal Kindheitsfreunde, also das mit ihrer Mutter. Denn nochmal das Argument, wenn das keiner wissen sollte und noch nicht mal Kindheitsfreunde das wussten, warum erzählt sie das denn selber dann am Lagerfeuer, falls sie das getan hat, ne? Warum bringt sie das selber zur Sprache? Das ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Also meinetwegen kann man durchaus sagen, der Spruch von Gina war geschmacklos, darüber kann man sich wirklich streiten, auch wenn er eben nur im Privaten zu Cedric gesagt wurde und nicht in Christines Gesicht, auch wenn er eventuell ohne Hintergedanken gesagt wurde, alles gut, wenn man das kritisiert. Kann ich mich mit anfreunden. Aber was halt wirklich absoluter Schwachsinn ist, ist, dass Christine es hier so darstellt, als wäre Gina diejenige, die dieses Geheimnis in die Öffentlichkeit getragen hat, wenn es doch Christine selber war, die das zum Thema machte. Ein anderer Punkt ist dieser Satz, die Mutter würde sich im Grabe umdrehen, der angeblich in einem Live getätigt wurde. So, ich sage angeblich, weil ich mich eben vorsichtig ausdrücke, weil ich das nicht gesehen habe. Keine Ahnung, ob das wirklich so ausgesprochen wurde. Wenn ja, finde ich das auch nicht in Ordnung. Muss einfach nicht sein, dass wenn man dann doch erfahren hat, dass die Mutter eben verstorben ist, dass man das nochmal thematisiert. Natürlich hat Gina, falls sie das gesagt hat, nicht gegen die Mutter geschossen oder nicht gegen die Mutter sich ausgesprochen. Ausgelassen, ist nicht über die Mutter hergezogen, sondern wenn man so einen Satz sagt, dann ist das ja ein Schuss gegen Christine und nicht gegen die Mutter, wenn man sowas sagt, ja? Aber trotzdem finde ich, dass man sich den Satz schon hätte sparen können, auch wenn Christine sich hier absolut daneben benommen hat. Und trotzdem, auch wenn dieser Satz unnötig war, trotzdem bin ich Team Gina, definitiv damals und heute. So, und Christine sagt ja hier, dass dieser Satz in einem Live zwischen Gina und irgendeinem Pet gefallen sein soll. Ich kenne diesen Pet nicht, aber wenn Christine sagt, dass sie danach als Homophobin dargestellt wurde, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Pet eventuell schwul ist. Gina ist ja bisexuell oder pansexuell, keine Ahnung, ob das damals schon bekannt war. Egal, auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass da auf jeden Fall nicht alle Leute straight sind. So, und wenn Christine danach als Homophobin dargestellt wurde, stellt sich ja die Frage, warum? Anscheinend, weil sie irgendwas Homophobes gegen die beiden, gegen Pat und Gina gesagt hat. Und wenn sie das eben so scheiße fand, dass in diesem Live über ihre Mutter gesprochen wurde, okay, dann kann sie ja sagen, boah, die sind so blöd oder wie können die sich so einen Scheiß erlauben oder was auch immer, meinetwegen auch irgendwelche Schimpfwörter benutzen, wenn sie so sauer ist. Aber
Du musst doch nicht, weil du sauer auf eine Person bist, musst du doch nicht homophob werden oder transphob oder rassistisch oder was auch immer. So, jetzt wollen wir uns natürlich anschauen, was Gina zu diesem Statement zu sagen hat. Ach Leute, ich musste gerade schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil meine beste Freundin Christine Okpara 5 Minuten lang in ihrer Story über mich redet. Braucht da jemand wieder ein bisschen Aufmerksamkeit? Das Witzigste an der ganzen Sache ist, dass ich sie letztens vor kurzem erst auf einem Event getroffen habe, wo sie mich noch umarmt hatte und gesagt hat, ach Gina, zwischen uns ist doch mittlerweile alles gut, oder? Sind wir wieder ein bisschen Schizo? Ich werde mich jetzt auch ganz sicher nicht auf dieses ganze 5-minütige Schwurbelgelaber mich dazu äußern. So viel Zeit habe ich auch gar nicht, weil ich hier gerade nur noch mit meinem Management auf einem Creator-Trip bin, was übrigens mega Spaß macht. Aber ja, 1-2 Sachen würde ich schon ganz gerne klarstellen, weil es halt einfach schon wieder gelogen ist. Das Gute ist, dass ja eh alles on cam ist. Also man kann innerhalb von 5 Minuten die Szenen raussuchen und es zeigen. Also alleine daran, ja, sieht man einfach schon wieder, wie viele Gehirnzellen da an sind bei dieser Frau. Aber gut, let's go. Und zwar behauptet sie, dass ich damals öffentlich gemacht hätte, dass ihre Mutter gestorben ist und sie wollte das ja gar nicht öffentlich machen und ich hätte das ja dann gemacht. Nee. Also, es geht übrigens um Couple Challenge gerade. Mal wieder ein paar Aljokamellen rausholen, ne? Sie hatte uns damals belauscht, Cedric und mich, wie wir geredet haben. Und ich habe damals gesagt, deren Eltern müssen sich doch für ihr Verhalten schämen. Ja, das habe ich gesagt. Und ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass ihre Mutter tot ist. Ich wusste das nicht, weil sie mir das nie gesagt hat. Und sie kam dann reingestürmt. Meine Mutter ist gestorben, ich spuck dir in die Fresse. Und hat es selber öffentlich gemacht. Ich wusste davon nichts. Und sie sagt ja in ihrer Story sogar, sie hätte das uns am Lagerfeuer erzählt. Erstens hat sie das nicht und zweitens hätte sie es doch dann spätestens da selber schon öffentlich gemacht. Also dann erzähl es doch nicht im Fernsehen, wenn das angeblich keiner wissen soll. Hä? Das Witzigste ist einfach, dass sie prominent getrennt jetzt mit Couple Challenge damals vergleicht und so ist. Ja, wie fühlt sich das an, nominiert zu werden? Karma, weiß ich nicht was. Christine, du erinnerst dich aber, warum wir dich nominiert haben damals, oder? Nicht aus taktischen Gründen oder aus Fakeheit. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass du mich ständig beleidigt hast, sowohl meine Optik als auch mein Charakter, Lügen und Intrigen gegen uns gesponnen hast, versucht die ganze Gruppe gegen uns aufzuhetzen, auf unser veganes Essen Fleisch drauf gemacht hast, weil du nicht verlieren konntest, damit wir das nicht mehr essen können. Und ja, einfach mich psychisch fertig machen wolltest oder auch fertig gemacht hast. Deswegen haben wir dich nominiert tatsächlich, falls du dich daran erinnerst, ja. Deswegen verstehe ich jetzt nicht ganz den Vergleich zu prominent getrennt. Wo ist jetzt, was ist daran gleich? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Ja, meine Meinung dazu kennt ihr ja bereits. Die habe ich ja gerade schon ausführlichst dargelegt. Jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung. Schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, dann denkt doch bitte, bitte, bitte an den Like-Button. Und ich danke euch für jeden Support, den ihr mir gebt. Ich bin dafür wirklich super, super dankbar und weiß das sehr zu schätzen. Okay, fühlt euch für immer gedrückt und habt ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.